Nächste Rednerin ist die Kollegin Silke Launert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist moralisch als auch rechtlich inakzeptabel, dass Menschen wie Waren gekauft, verkauft und ausgebeutet werden. Zitat Ende. Man möchte meinen, dieser Satz sei vor etwa 150 oder 200 Jahren gefallen, auf jeden Fall nicht im 21. Jahrhundert und erst recht nicht in Europa. Doch wer das glaubt, der liegt falsch. Der zuständige EU-Kommissar kommentierte mit dieser Äußerung den genau heute vor zwei Wochen von der Europäischen Kommission erstatteten Bericht über die Fortschritte bei der Bekämpfung des Menschenhandels. In diesem Bericht wird festgestellt, dass 2013 bis 2014 insgesamt 15.846 Männer und Frauen, Jungen und Mädchen als Opfer von Menschenhandel in der EU registriert wurden. Allein 2.375, also etwa 16% davon Kinder, wobei, und das wurde schon gesagt, die Zahl der betroffenen Kinder erschreckend stark zugenommen hat. Nach dem Bericht ist zudem die tatsächliche Zahl der Opfer wahrscheinlich wesentlich höher, und das entspricht dann auch den Erfahrungen der Praxis und den Schätzungen, die hier in der Debatte schon genannt wurden. Und angesichts der aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegung ist uns allen bewusst, dass die Händler gerade in diesen Zeiten leichtes Spiel haben. Mehr und mehr Kriminelle finden hier neue Betätigungsfelder und nutzen das Chaos der Flucht, um Menschen in ihre Gewalt zu bringen. Auch der Bericht der Kommission weist auf diese Verbindung zwischen Menschenhandel und der Ausbeutung der Schutzbedürftigsten vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationsbewegung hin. Frauen und Kinder, auch das wurde mehrfach schon betont, sind insbesondere leichte Beute. Und wenn ich an die unbegleiteten Minderjährigen denke und daran, wie viele seit ihrer Ankunft in der EU 2015, laut Europol sollen es 10.000 sein, verschwunden sind, da wird mir Angst und Bange. Machen wir uns also keine falschen Illusionen. Die bei den Behörden zahlenmäßig erfassten Opfer sind nur die Spitze des Eisbergs. Und illusorisch wäre es auch zu glauben, dass Menschenhandel mit all seinen kriminellen Auswüchsen Halt macht vor Deutschland. Durch Entführung, Drohung oder Zwang in die Gewalt gebracht, werden die Opfer mithilfe von professionellen Schleuserbanden auf der berüchtigten Balkanroute über Italien oder direkt aus Russland, der Ukraine oder Weißrussland nach Deutschland gebracht. In manchen Fällen kommt es aber auch zur Einreise, weil man den Opfern einen Job verspricht, ein besseres Leben, die große Liebe. Tja, und das Elend und die Not oder auch die Träume und die Naivität scheinen groß genug zu sein, dass ausreichend viele Menschen immer wieder darauf hereinfallen. Hier angekommen, hält man sie dann unter brutalen, menschenunwürdigen Bedingungen gefangen, beutet sie aus, entweder in der Prostitution, das ist wie bereits gesagt 2/3 der registrierten Fälle, also mit Abstand die Mehrheit der Fälle, als Arbeitssklaven, zur Begehung von Straftaten wie Drogenschmuggel oder Diebesereignisse, Bettelei oder Organentnahme. Tja, wie kann all das möglich sein, mitten in Europa, fragt man sich. Na klar, die Antwort liegt auf der Hand. Die Grundlage jeden Geschäfts, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und zwar dann, insbesondere wenn es keine ausreichenden und effektiven Bekämpfungsmaßnahmen gibt. Und die Nachfrage nach Sexsklaven, nach Arbeitssklaven scheint ja sehr groß zu sein und steigt. Und die wahre Mensch, Wahnsinn, dass dieser Begriff so gebraucht werden kann. Die wahre Mensch scheint unerschöpflich zu sein. Es handelt sich offensichtlich um einen lukrativen Markt. Und dem können wir eine im Moment nicht ansatzweise effektive Gesetzeslage entgegenhalten. Das aktuelle Recht ist unsystematisch, nur punktuell regelt es Einzelfälle. Die Praktiker erzählen uns, dass es schwierig anzuwenden ist. Opfer sind nicht bereit auszusagen. Es kommt kaum zu Verurteilungen. Schwierig wird es insbesondere beim Auslandsbezug. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein Versuch, hieran etwas zu verbessern, so wie man es im Koalitionsvertrag auch vereinbart hat. Wir werden die Tatbestände reformieren und verschärfen.
Wir haben, und das ist schon etwas, was ich betonen möchte, nun sichergestellt, dass wirklich jeder, der sich an diesem schmutzigen Geschäft beteiligt, auch strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und zwar auch dann, wenn er nur einen kleinen Beitrag geleistet hat. Erfasst werden alle, angefangen von dem, der die Opfer anwirbt, transportiert oder auch nur beherbergt, über den, der das Opfer dazu veranlasst, die Prostitution oder die Zwangsarbeit aufzunehmen, bis hin zu dem, der es dann letztlich ausbeutet. Das Geschäft des Menschenhandels, das typischerweise arbeitsteilig ist, wird also von diesem Gesetz ganz genau mit all seinen Einzelheiten erfasst. Neu ist auch, dass wir ab sofort auch die Fälle des Menschenhandels zum Zwecke der Begehung von strafbaren Handlungen erfassen. Ich denke da an die Diebesbanden. Auch da sind überwiegend Kinder eingespannt. Erfasst werden aber auch nun die Fälle des Menschenhandels zum Zwecke der Bettelei. Auch da wurde bereits angesprochen, überwiegend Kinder werden hierfür missbraucht. Und neu aufgenommen wird auch der Menschenhandel ins Strafgesetzbuch zum Zwecke der Organentnahme, was bisher lediglich als Beihilfe zu Straftaten nach dem Transplantationsgesetz bestraft werden konnte. Wichtig für die Union war aber auch, und ich habe es vorhin betont, was macht diesen Markt so erfolgreich? Dass man da ansetzt, was mit die Ursache ist. Und das ist die Nachfrage. Das heißt, wir setzen auch da an, die zu bestrafen, die in Wissen, dass man hier Menschen in Not hat, diese bewusst ausbeuten, die davon profitieren. Und das heißt in dem Fall auch die Bestrafung der Freier, die das wissen. Ich freue mich sehr, dass es heute uns gelungen ist, die Freierstrafbarkeit ins Gesetz einzuschreiben. Aber da möchte ich auch klarstellen, natürlich bestrafen wir nicht jeden Freier. Diese vielen selbstbestimmten Prostituierten, wie ich hier von den Grünen und von der Linke immer höre, die im Escort-Service so viel Geld verdienen und das so liebend gerne machen, die dürfen weiterhin noch ihre Freier haben. Ja, die armen Freier, die Freier haben nichts zu befürchten. Aber die Freier, die sehen, dass es sich um ein Opfer des Menschenhandels handelt, eine Frau, die kein Deutsch spricht, die vielleicht verwundet ist, zum Teil regungslos daliegt, die sehen, dass die Frau keine Wahl hat, im hochschwangeren Zustand sich prostituiert, die also damit rechnen, die es billigend in Kauf nehmen, damit rechnen, dass es sich hier um ein Opfer des Menschenhandels handelt, die können nun bestraft werden. Und natürlich, ich gebe zu, die Fassung ist eng. Ja, Frau Keul hat da völlig recht, mir wäre eine weitere Fassung auch lieber gewesen. Und die Frage ist, wie viele Fälle wird man damit in der Praxis erreichen? Aber eins ist es auf jeden Fall, ein ganz klares Signal an die Freier. Schaut hin, wer ist gegenüber von euch? Ist das vielleicht ein Opfer in Not? Beutet ihr, nutzt ihr diese Not anderer aus? Dieses Signal geht davon auf jeden Fall aus und ich denke, auch das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hätte mir gewünscht, gebe ich zu, dass sowohl bei dem Prostituierten-Schutzgesetz als auch hier bei diesem Gesetz wir noch viel, viel mehr Maßnahmen gemacht hätten zum Schutz der Opfer. Die Diskussion ging ja darum, verbieten wir wieder, weil letztlich das Prostitutionsgesetz ja genau in das Gegenteil gegangen ist und die Prostituierten nicht geschützt, sondern eigentlich zumindest in vielen Fällen in eine viel prekäre Situation gebracht hat. Oder verbieten wir das oder macht man Einzelmaßnahmen? Der Kompromiss waren die Einzelmaßnahmen. Aber was mich schon enttäuscht hat, ist, dass wir selbst bei den Einzelmaßnahmen so kämpfen mussten. Für mich nach wie vor unverständlich, wieso es nicht möglich war, mit der SPD die Gesundheitsuntersuchung, eine Untersuchung zu erreichen. Und wenn ich hier höre mit dem Argument, man sich feiert, weil man sagt, den Bockschein, so eine Symbolpolitik, wissen Sie was? Gerade die Untersuchung zeigt, ob die Frau Geschlechtskrankheiten hat, ob sie verwundet wird. Gerade eine solche Untersuchung der Prostituierten dient der Gesundheit der Prostituierten, aber auch der Freier und all den anderen Familienmitgliedern, vielleicht wo sexueller Kontakt da ist oder nicht, oder Kontakt über Blutaustausch. Also da muss ich schon sagen, das hat mich sehr enttäuscht, dass wir da so viel kämpfen mussten und auch völlig zu Recht von Frau Keul angesprochen, der 180a und 181a. Die Vorschriften hätten auch geändert werden sollen von uns. Wir hätten es gerne gemacht, wir hätten gerne was Effektives. Ich hätte auch gerne was, was noch besser für die Praxis ist. Leider hat die SPD das blockiert, für mich völlig unverständlich, gebe ich zu. Ich komme gleich zum Ende, der letzte Satz. Völlig unverständlich. Vielleicht kommt ja noch was zustande bis zum Ende der Legislaturperiode.
Also mal nun quasi als letzte Aussage zusammenfassend, kein Heilsbringer, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Hoffen wir, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren und vielleicht auch durch die Anwendung, durch die Praxis aus diesem Schritt vielleicht doch noch ein richtiger Sprung wird. Vielen Dank. Matthias Barth.